Und wie ihr so eine gemütliche Gaming-Ecke baut, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. So, und dafür habe ich diese ganze Ecke hier nochmal drüben aufgebaut, wo ich euch diese Details jetzt zeigen möchte. Das Texture Pack ist, das kann ich kurz zeigen, Resource Pack, das ist das Smooth Realistics HD Texture Pack in der 64 Pixel Version für die Minecraft 1.8.1 Version. Darum habe ich zum Beispiel diesen Fernseher, diese Uhr, das sind alles Paintings. Und wenn ihr so einen Fernseher habt, ich glaube im PogChamp Media Pack ist auch ein Fernseher enthalten, dann könnt ihr den so hinsetzen. Ich habe jetzt hier unten so dunkles Holz genommen als Tisch quasi. Dann zwei Notenblöcke im PogChamp Media Pack, was ich übrigens sehr empfehlen kann, sind die Notenblöcke auch solche Boxen. Dann setzt ihr ein Carpet drauf, dass das Ganze schön abschließt. Und das war's mit dem Fernseher. Und jetzt kommt es zum Eigentlichen, und zwar dieser Spielekonsole hier. Die Spielekonsole ist an ein Kabel angeschlossen, das ist eine sehr alte mit so einem Joystick noch drauf. Die ist halt mit einem Kabel angeschlossen, und dieses Kabel baut ihr so, indem ihr hier drüben einfach einen nach unten baut. Wichtig ist, dass ihr Teppich habt, sonst könnt ihr das Kabel nicht bauen. Und dann setzt ihr einfach diese Schilder. Ja gut, da steht das D drauf, das ist nicht wichtig. So, dann gucken die so raus, und so ein Schild ist ein bisschen höher als der Teppich, den setzt ihr so und so. Und damit ist das Kabel quasi auf dem Teppich, und ihr könnt die Schilder dann zum Beispiel auch drehen, um irgendwelche Begrenzungen am Rand zu machen, und das finde ich sieht ziemlich nice aus. Die Spielekonsole wird gebaut, indem ihr einen nach unten grabt, dann einen Armor-Stand platziert, der so steht, und wir können jetzt wie beim Lagerfeuer hier diesen Slab nicht hinsetzen. Ich nehme dafür jetzt einen Quarz-Slab, dafür nehme ich hier den Carpet weg, setze den drauf und drüber. Dann den Carpet wieder hin und nehme einen Piston, setze ich so, quasi, dass der Piston nach unten zeigt. Und er zeigt nicht nach unten, fail. So, jetzt zeigt er nach unten, aktiviere den ganzen mit einem Redstone-Block. Damit schiebt sie den Piston da unten rein, und wir haben eine Spielkonsole. Dann mache ich schnell Tag und würde auch schon sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und als nächstes werde ich eine Treppe vorstellen, die ich sehr cool finde, auch mit Armor Stands. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich bauen kann, könnt ihr das gerne mir schicken, beziehungsweise in die Kommentare schreiben, was ich bauen soll. Und würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!